Infos aus der Vergangenheit für die Enkel. In Bad Honnef ein Problem. Ein funktionierendes Stadtarchiv gibt es nicht. Damit die Nachfahren dann doch noch etwas über die Historie Bad Honnefs erfahren können, hat Renate Manke 2013 den Gutenberghaus e.V. gegründet und ein sehr umfangreiches Heimatarchiv aufgebaut. Frau Manke, 3 Jahre Gutenberghaus. Was waren die Höhepunkte in diesem Jahr? Also in diesem Jahr, 2015, waren es die Ausstellungseröffnungen über die alten Postkarten von Bad Honnef, einmal aus der Kaiserzeit, die wunderschönen Lithografien, einfach das mal aufzuarbeiten war interessant, und dann eben die anderen Postkarten, wobei ich 3 große Leihgeber hatte, die diese ganze Ausstellung unterstützten, und von einem der Leihgeber habe ich die Postkarten sogar übernehmen dürfen. Das andere ist die jetzige Ausstellung, die noch bis Ende November läuft und in dessen Rahmen von der Bad Honnef AG. Wir wollten also auch mal ein Wirtschaftsthema aufgreifen. Ist ja auch Historie. Was gehörte alles dazu zur Bad Honnef AG? Das ist die Schiffsanlegestelle, das ist der Kurbetrieb, das ist das Inselfreibad. Ja, es ist die Müllabfuhr gewesen, es gehörte alles dazu, das Gaswerk, und das mal nochmal zusammenzufassen, aufzubereiten für diese Organisation, das war eben auch ein Anliegen, ein Wirtschaftsthema. Das nächste, was geplant war, ist das Thema über Stifter und Stifterinnen. Das ist noch nicht ganz erarbeitet. Aber im nächsten Jahr soll es dann noch eine kleine Ausstellung geben über den Himmerich. Der Himmerich ist ja ein besonderer Berg, über den man auch nicht so viel weiß. Und da ist geplant von dem Verein der Naturfreunde, die da mal ein Erholungsheim auf dem Himmerich hatten, eine Gedenktafel zu errichten. Und das ist dann der Anlass, um hier mal die Geschichte des Himmerichs darzustellen. Das ist so, was an Ausstellungen geplant war, gemacht worden ist und im nächsten Jahr stattfinden wird. Und dann mache ich ja immer Führungen durch die Stadt im Rahmen des Projektes Friedhof, ja? Der Röndorfer Friedhof in seiner Schönheit. Der alte Friedhof mit seinen bedeutenden Honnefer Bürgern und die Geschichten dazu, vor allen Dingen das Mausoleum der Mila Röder. Denn das Mausoleum ist ausgemalt von einem berühmten Maler der Düsseldorfer Malerschule, dessen Bilder im Londoner Museum hängen. Es wird demnächst nochmal eine Begehung geben mit einer Stiftung, die dann prüfen wollen, ob man diese Gemälde noch retten kann oder erhalten kann, zumindest noch mal dokumentieren. Es ist ja schon mal dokumentiert worden vom Siebengebirgsgymnasium, von der Kunstklasse und von der Kunsthochschule Köln ganz früh auch mal ein bisschen restauriert worden. Also es würde sich lohnen, dieses zu erhalten. Dieses Gebäude steht ja auch unter Denkmalschutz. Es ist leider ist Feuchtigkeit eingedrungen, weil man im Krieg das Dach abgedeckt hat. Es hatte ein Kupferdach, man hat es weggegeben als Metall und hat dann vielleicht zu spät das Haus neu eingedeckt mit Schiefer. Es ist erst in den 70er Jahren wieder eingedeckt worden. Ja, das ist so das Friedhofsthema. Es werden dann noch die Friedhöfe, der neue Friedhof, Judenfriedhof, Egidienberg folgen, und dann am Ende wird vielleicht so ein mehrteiliges Büchlein stehen. Ja, an Vorträgen hatten wir in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Siebengebirge das Thema Erster Weltkrieg im Siebengebirge. Wie ging es der Bevölkerung? Was hat sie gemacht? Wie haben sie gelebt? Was haben sie gekocht, gegessen? Ja, wie erging es den zu Hause gebliebenen? Und es ist ein Vortrag da gewesen über die Feldpostkarten. Dann über das Thema, was haben wir gegessen in der schweren Zeit?
oder aber welche Lieder wurden gesungen im Ersten Weltkrieg. Ja, dann ist im Rahmen der Ausstellung, der jetzigen Ausstellung von der Batonnef AG, eine große Kinderaktion im Gange, die Frau Löwenich durchführt. Kinder sollen mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung kommen und sie lernen über einen ganzen Vormittag hinweg, wie geht man mit Wasser um, mit Strom und mit Gas, was ist Gas, wofür kann man es benutzen, wo kommt es her und so weiter. Das macht die Frau Löwenich ganz hervorragend. Ich hatte schon ganz viele Kindergartengruppen und auch Schulklassen hier. Sie haben noch ein ganz besonderes persönliches Programm. Ja, wir haben geplant, in den Räumen im Gutenberghaus einen besonderen Flohmarkt zu machen. Und zwar soll es einen Kunst- und Bücherflohmarkt geben, wo auch Bücherschätzchen aus dem 16. und 19. Jahrhundert angeboten werden. Alte Schallplatten vom Jazz bis zum Rock. Ja, wo Schallplattenspieler, alte Fotoapparate, es wird einen Punsch geben, es wird Waffeln geben, man kann also ganz gemütlich sich aufhalten, denn die ganzen Wände werden behängt sein von Bildkunst. Und ich werde, das habe ich mir dabei gedacht, weil 70 Jahre Kriegsende, erste Friedensweihnacht 1945, das war ja auch was Besonderes, werde ich von einem Büchlein, das Klaus-Hinrich Castorf verfasst hat, gesammelt hat von Prominenten, die sollten ihre Erinnerung an die erste Friedensweihnacht 1945 schildern. Da ist zum Beispiel Heinrich Böll dabei oder Kardinal Höfner, Heinz Kühn, der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen oder Luise Rinser, die werden dann alle schildern, wie sie ihre erste Weihnacht, Friedensweihnacht verbracht haben. Einen großen Wunsch hat Renate Mahnke an die Stadt Batonnef. Es ist natürlich so, dass die Stadt Batonnef, wie die Frau Dr. Kauerz vom Landschaftsverband Rheinland gesagt hat, archivmäßig am unteren Ende der Archive der Städte liegt. Batonnef muss sich dessen bewusst werden, dass sie ein Archiv, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet ist, ein Archiv zu führen. Das heißt, die Bestände müssen ordentlich gepflegt werden, es muss kassiert werden, heißt das im Archivbegriff. Es muss aussortiert werden, was ist nicht archivwürdig und was ist archivwürdig, und das muss man verzeichnen. Ich wünsche mir, dass die Stadt den Bereich Kultur und Archiv, Stadtarchiv, für wichtig erachten. Denn das ist das Gedächtnis der Stadt. Ich kann als private Person das nicht leisten. Das muss die Stadt machen. Ich bin natürlich bereit, mit allem, was ich habe, die Stadt zu unterstützen. Aber ich lebe auch keine 50 Jahre mehr, ja? Und was ist dann?